wäre jetzt gerade Glasse essen. Diese Rundfahrt beginnt am Seeufer in Zug. Zug ist die Hauptstadt vom Kanton Zug, liegt auf 425 Meter über Meer und wird von ca. 32.000 Menschen bewohnt. Bemerkenswert ist die Lage der Stadt. Sie befindet sich zur Hälfte im schweizerischen Mittelland und zur Hälfte in den Voralpen. Der Übergang befindet sich hier beim Kolinplatz, wo die Straße nach Ägeri und Menzingen abzweigt. Der Kanton Zug verfügt neben sehr guten Bahnverbindungen auch über ein ausgedehntes Autobusnetz. Auf den Linien nach Ägeri und Menzingen werden je nach Passagieraufkommen auch Anhängerzüge eingesetzt. Vor der Umstellung auf den Busbetrieb verkehrte hier die elektrische Straßenbahn Zug und noch früher die Orion-Busse. Der letzte Überlebende dieser Vehikel, der gleichzeitig der älteste betriebsfähige Autobus Europas ist, kann im Film Das Zuger Depot für Technikgeschichte in Aktion gesehen werden. Um den 15. Januar fielen im Raum Zentral- bis Ostschweiz außergewöhnlich starke Schneefälle. Die Stadt Zürich zum Beispiel wurde völlig lahmgelegt. Mit der Hoffnung auf ein paar schöne Bilder machen wir darum eine kleine Rundfahrt.
Die 568 Meter lange Lorz- und Doppelbrücke wird erreicht. Sie überspannt den Bach Lorze in 70 Meter Höhe. Weiter geht's über Menzingen nach Schindeligi. Auf dem Rückweg werden wir diese Kreuzung von rechts kommend wieder überqueren. Wir erreichen Menzingen auf 805 Meter über Meer. Hier leben ca. 5000 Leute. Das Dorf ist durch sein Frauenkloster bekannt geworden. Die Schwestern waren weiterum als Lehrerinnen tätig.
Es geht abwärts ins enge Sihltal. Was da vorne wie ein modernes Hotel aussieht, ist ein Gefängnis für rückfällige Schwerverbrecher. Allerdings leben die Insassen hier komfortabler als in ihren Heimatländern, wo ca. 70% von ihnen herkommen. Diese Brücke überspannt die Sihl. Sie war die erste Spannbetonbrücke der Schweiz, die in einer Kurve gebaut wurde. In der Mitte der Brücke haben wir die Grenze zum Kanton Zürich überquert.
Die meisten Kirchenuhren im Kanton Zürich haben ein blaues Ziffernblatt. Das Kantonswappen von Zürich ist ebenfalls blau-weiß. An dieser Stelle sind immer wieder Fotografen und Filmer zu sehen. Von hier hat man eine grandiose Aussicht auf den Zürichsee und die Ostschweiz. Hier überqueren wir übrigens die Grenze zum Kanton Schwyz. Fast habe ich's befürchtet. Stau vor Schindeligi. An Wochenenden, wenn die Zürcher nach den Schweizer Skigebieten unterwegs sind, bricht hier regelmäßig das Chaos aus.
Reissverschluss machen. Aber da geht noch gar nicht. Diesmal ist aber nicht der Wintersport schuld. Dieser Stau wird durch die Schneeräumung verursacht. Rechts sind die Gleise der Südostbahn zu sehen. Hier fährt der Voralpenexpress zwischen Luzern und St. Gallen. Über diese Bahnlinie können drei Filme über den Voralpenexpress von Luzern bis Rapperswil auf diesem Kanal gesehen werden. Ich habe das richtige Mal davon. Oder vielleicht den Schnee aufladen. Thank you.
Das eckige Glashaus gerade voraus ist der Hauptsitz des großen Logistikunternehmens Kühne und Nagel. Im Dorf Schindeleggi ist der Verkehr zusammengebrochen. Genervte Automobilisten machen sich mit Hupen Luft. Hupen davon. Gut, gibt's hier eine komfortable Umfahrungsstraße. Schön zu warm. Sogar so etwas wie ein kurzes Autobahnstück gibt's hier. Richtung Ybrig geht's zum Wintersport. Für uns führt der Weg geradeaus. Ich habe den Tag schon mal Batterie wechseln.
schon. Ja. Vielleicht sind wir jetzt unterwegs. Nur bald eine Stunde. Wie lange liegt bei dir? Ich meine, die liebe 2-3 Stunden. Es muss kurz angehalten werden, um den Kamera-Akku zu tauschen. Weiter geht's. Wir schwenken nach rechts ab und fahren in Richtung Ratenpass. Vorne, beim Waldrand, befinden wir uns wieder im Kanton Zug. Früher, zur Zeit der alten Eidgenossenschaft, hätten wir überall Wegzoll bezahlen müssen und das noch in verschiedenen Währungen. Genau. Mehr zwei.
Mit einer Steigung von knapp 5% wird die Passhöhe auf 1073 Metern erreicht. Damit ist der wenig bekannte Ratenpass sogar 65 Meter höher als der berühmte Brünigpass. Weil die Sicht heute nicht besonders ist, beschließen wir, morgen noch einmal zum Ratenpass zu fahren. Dann soll nach Wettervorhersage hier die Sonne scheinen. Ich schiebe also hier die Aufnahmen vom Folgetag ein. Was ist der Fall? Ratenpass im Sonnenschein. Hier befindet sich ein beliebtes Wandergebiet. Wenn jeweils das Flachland im Nebel versinkt, sind hier die Parkplätze rappelvoll. Blick über das Ägeritall. Im Hintergrund der zackige Pilatus und die Pyramide der Rigi. Schweizer und Glarner Alpen. Der gemütliche Rundweg über den Gottschalkenberg dauert circa eine Stunde. Von der Aussichtsplattform schweift der Blick weit in die Ostschweiz.
Gut, wer ein Schleudergerät besitzt. Ein letzter Rundblick, bevor die Heimfahrt weitergeht. Der Verkehr zwängt sich durch das Dorf Allosen.
Oberägeri liegt am Ägerisee auf 720 Meter. Hier leben ca. 6500 Leute. Auch hier bremst die Schneeräumung den Straßenverkehr ab. Die Lastwagen kippen den Schnee direkt in den See. Ob die dreckige Ware dem Wasser gut tut, ist eine andere Frage. An anderen Orten, wo der abgeführte Schnee auf großen Wiesenflächen verkippt wird, bleibt bis weit in den Frühling hinein eine schwarze, schmierige Masse liegen. Oh, der da, das Freihändliche. Was kann man machen?
Fest, wenn es frei wieder wird. Was jetzt geht's? Jetzt wollen wir ja wählen abstellen. Links befindet sich die Schneekippstelle. Da kommt schon die nächste Ladung. In Unterägeri leben ca. 9000 Leute, aber schon vor 4000 Jahren wurde dieses Gebiet besiedelt. Aus dem Ägerisee fließt die Lorze in den Zugersee. Auf der Gefällestrecke mit einem Höhenunterschied von 300 Metern wurde früher zahlreiche kleine Wasserkraftwerke und Industriebetriebe mit Wasser versorgt. Ein paar der kleinen Werke wurden stillgelegt, andere auf den neuesten Stand gebracht. Auch die drei großen Baumwollspinnereien im Ägeritaal wurden stillgelegt und werden heute umgenutzt. Musik
Aus der ersten Spinnerei wurde eine Luftfilterfabrik. In der ehemaligen zweiten Spinnerei werden exklusive Stoffe verarbeitet. Jetzt haben wir 60. Angesichts der aufziehenden Nebelbank machen wir einen kleinen Umweg über den Kohlrhein hinauf. Vielleicht können wir so noch etwas an der Sonne bleiben. Diese Straße wurde in letzter Zeit ausgebaut. Sie soll zur Umfahrungsstraße im Einbahnverkehr werden, während die Hauptstraße total saniert wird. Auch hier wird Schnee abgekippt. Die Straße war früher sehr schmal und es gab hier viele Unfälle. Ende der 60er Jahre haben wir hier mit Lastwagen Betonkies vom nahen Kieswerk nach Ägeri zu den Baustellen gebracht. Mit der Sonne wird es wohl nichts.
Vom Kieswerk Bethlehem rechts haben wir die Kiesladungen abgeholt. Die Kreuzung bei Edlibach wird wieder erreicht. Vor einer Stunde sind wir hier von links nach rechts vorbeigefahren. Damit hat sich der Kreis geschlossen. Vorbei am Kieswerk Senn. Beim Restaurant Hinterburgmühle, wo früher gewaltige Feste stattfanden, schwenken wir links Richtung Bar ab.
25.000 Einwohner. Zahlreichen Schulkindern und weiteren Besuchern dürfte Bar durch die Höhlgrotten bekannt sein. Aber auch, weil hier grosse Firmen wie Glencore, Sika, Shell Schweiz, Partners Group und weitere ihren Hauptsitz haben, erscheint Bar oft in den Medien. Und rechts, da freut sich das Gemüt, steht die Brauerei Bar. Wir sind wieder zu Hause.